Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute eine Skincare-Routine von mir zusammen. Also ich habe euch wieder so ein bisschen mitgenommen. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und gehen voll rein. Mein Hauptaspekt liegt momentan darin, dass ich halt meine Sachen, die ich habe, aufbrauche. Das sieht man ja auch an meinem Project Tan Pan. Ich kann dir das Video mal unterm i verlinken. Das ist eins der ersten Videos gewesen, die ich dieses Jahr jetzt gedreht habe. Ich muss einfach mein Zeug aufbrauchen, bevor ich wieder richtig loslege und lauter neue Produkte kaufe, die ich dann testen möchte für euch auch. Es ist aber ein neues Produkt dabei und da kann ich jetzt schon sagen, funktioniert nicht so wirklich gut, aber da kommen wir gleich dazu. Wir fangen einfach jetzt mal mit der Routine an und da bin ich immer noch beim Peeling Cleanser, den werde ich mir jetzt auch wieder nachholen. Morgens verwende ich meistens immer Waschgel, das mag ich morgens am allerliebsten. Bei mir, bei meiner Haut funktioniert es nicht, dass ich nur mit Wasser wasche. Du müsstest nicht mit Waschsubstanzen waschen, wenn du jetzt nicht so eine Haut hättest wie ich. Ich habe halt große Poren, fettige Haut. Und die mag es dann schon morgens auch mal nochmal gescheit gewaschen zu werden. Und dann nehme ich meistens immer so ein bisschen was davon. Und ich habe mich so ein bisschen auf den hier eingeschossen. Ihr liebt das Zeug. Das dürfen DM absolut nicht aus dem Sortiment nehmen, weil das ist ein Essential von mir. Ich habe auch schon gar keinen Bock mehr, irgendwelche anderen Waschgels auszuprobieren. Ich merke das schon an mir so, oh, da bin ich festgefahren, da habe ich mein Ding gefunden. Und ich liebe es halt einfach wirklich. Schritt Nummer 2 wäre der Isana Pure Toner. Und hier haben wir Niacinamid, Glycerin, also schönes Feuchthaltemittel. Und ich bilde mir halt immer so ein, durch das, dass ich ja morgens Sonnencreme auftrage, die ja eigentlich jeder auftragen sollte, dass die dann besser bei mir in die Haut einzieht. Und ohne möchte ich gar nicht mehr. Und ich habe mich bei Isana, also bei dem Isana Pure Toner auch so ein bisschen festgefahren. Ich liebe den echt. Kann auch sein, dass ich mal wieder was anderes probiere und was Neues rauskommt. Aber das ist für mich so Standard. Und ich liebe die Flasche halt einfach, weil sie wenig Platz verbraucht. Das ist mega gut. Passt bei mir super ins Schränkchen rein. Und ich kann das Produkt echt empfehlen. Ich werde das bei meiner nächsten Rossmann-Bestellung wieder mitbestellen, weil ich mag das Zeug super gerne. Hier haben wir keine Duftstoffe, nichts, was irgendwie reizt und so. Und ich benutze den jetzt schon die zweite Flasche über. Das bedeutet bei mir viel, weil ich viel rumprobiere. Und das Zeug ist einfach... Das nächste Produkt wäre das AHA Peeling, aber das verwende ich gerade im Wechsel mit dem Vitamin C von No, weil ich gerade so ein bisschen mit der Sonnencreme, die ich jetzt gleich erwähne, rumprobieren muss, weil die halt einfach nicht so einfach zu handeln ist. Also zum einen probiere ich immer, was unter die Sonnencreme zu packen, was nicht fertig ist, dann bilde ich mir wieder ein, ich sollte doch ein bisschen Fett drunter packen, dann zieht vielleicht die Sonnencreme ein bisschen besser ein und verschmilzt mit der Haut. Beides nicht. Funktioniert beides nicht. Da ich das Produkt hier auch leer haben möchte, nicht falsch verstehen, das ist ein super gutes Produkt. Es passt nur nicht in meine Routine rein. Durch das, dass ich morgens ja schon das Waschgel mit AHA habe, brauche ich jetzt nicht notgedrungen noch ein AHA-Peeling. Und Niacinamid ist nahezu so vielen Produkten inzwischen drin. Ist bei mir im Gesichtswasser auch drin. So in der Form werde ich mir das nicht mehr kaufen. Da warte ich sozusagen, bis es leer ist und nutze das halt jetzt gerade, bis es leer ist. Jetzt habe ich es doppelt gemoppelt gesagt. Aber ansonsten ist das ein gutes Produkt, kann ich empfehlen, wenn das in deine Routine reinpasst. In meine passt es leider nicht so rein. Gnocchi ist eine Marke von Angelique Kerber und Manuel Neuer. Und das hat mich dahingegen neugierig gemacht, weil beide so Hautprobleme haben. Und Manuel Neuer hat sogar Hautkrebs gehabt. Angelique Kerber hat eine Hyperpigmentierung im Gesicht, war es glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und wenn du Menschen hast mit solchen Problemen, dann gehst du natürlich auch davon aus, dass das Produkt dahinter super gut ausgeklügelt ist. Und ich glaube, die Idee dahinter ist auch super gut. Es gibt auch Hauttypen, die gut damit zurechtkommen. Meine tut's nicht. Und ich habe euch hier aufgenommen, wie meine Haut danach, also nach dem Auftrag aussieht. Und du sollst ja Sonnencreme 1 Gramm auftragen. Das traue ich mir bei der hier nicht. Na, also
die bildet so einen ganz komischen Film auf der Haut. Und dieser Film trocknet partout bei mir null an. Ich glänze wie eine Speckschwarte. Ich bin richtig nass auf dem Gesicht. Es ist aber nicht so, dass es sehr ölig ist, sondern das ist so eine Schicht, die feucht und leicht fettig ist. Das ist ganz seltsam. Also es ist auf jeden Fall schmierig auf dem Gesicht. Und das macht es mir gerade ein bisschen schwer mit dem Produkt, muss ich wirklich sagen. Also ich trage es gerade immer wieder auf. Also ich habe es jetzt zum vierten Mal verwendet oder so hintereinander, weil ich einfach so ein bisschen rumprobieren möchte. Aber es ist meiner Meinung nach schwierig, ne? Also es gibt da auf jeden Fall einen Trick, das habe ich auch von meinen Zuschauern. Und das ist auch schon so das nächste Produkt gerade in meiner Routine und das ist Puder. Wenn du mit deiner Sonnencreme nicht zurechtkommst, dann kannst du die Sonnencreme setten. Dann musst du die Sonnencreme setten sozusagen, weil mir ist sie auf dem Gesicht zu schmierig. Ich sehe aus wie ein Speckstein. Also ich glänze, das ist abartig. Zumal eben halt auch alles so leicht fettig nass ist, ne? Also das ist eine ganz komische Schicht, die sich da bildet. Und ich habe es heute Morgen extra so gemacht, dass ich erst die Sonnencreme aufgetragen habe, zwischendrin geduscht habe, damit das irgendwie einziehen kann. Da ist nichts getrocknet. Überhaupt gar nichts. Also es funktioniert nicht so richtig. Und so mein Wunschgedanke dahinter wäre, dass sie an der Formulierung noch mal ein bisschen arbeiten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann, also ich will die auf jeden Fall noch ein bisschen länger testen, damit ich halt ein ganzes Video drüber mache. Aber meine momentane Meinung dazu ist eher nicht so gut. Und man merkt es auch an meinem Puder, der sieht dementsprechend auch von dieser feuchten Schicht, die ich bei mir auf dem Gesicht habe, sieht der Puder natürlich dementsprechend aus, weil ich muss das setten. Sonst bleibt die, das ist für mich unerträglich auch auf der Haut und vor allem Pony und so. Du machst sie ja alles fettig damit. Dann gehe ich einfach her und ja, puder mir das ab. Mir bleibt halt nichts anderes übrig, aber mit Puder, und das habe ich halt von einer Zuschauerin, geht was schon. Also, das kann man dann schon machen. Wenn du allerdings fettige Haut hast, diese Sonnencreme aufträgst und danach noch flüssiges Make-up auftragen willst, ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, das wird wirklich schwierig, weil du hast halt echt so eine richtig schmierige Schicht auf der Haut. Und ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr die Creme schon kennt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Das ist schade. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein junges Unternehmen ist, das da vielleicht noch so ein bisschen an Produkt gefeilt wird. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!